Wunderschön. Na dann. Guck mal, wo ist denn jetzt Mordanschlag? Das ist das Falsche, ne? Devin ist das Falsche. Geld und Mord ist auch das Falsche im Moment. Ich glaube, das muss ich extra markieren. Ich will nämlich zum Fragezeichen jetzt fahren. Was da schon seit längerem steht. So. Hui, geradeaus. Nein, 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 nein. Nicht gegen die Laterne. Lol. Yep. Da nenne ich Physics. Fuck the realism. Wow, was ist denn hier los? Alter! Officers? Ganz klar. What the hell? Ich meine, ne? Ich glaube, das waren ja keine netten Menschen, ne? Aber, ey, 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 ey. Wir haben hier schon tot gefahren, ja? Ey, guck mal, der hat Geld. Oh, diese Doppelmoral. Erstmal die Polizisten anmeckern dafür, dass sie hier die Leute rass abballern, obwohl die schon längst tot sind, und dann nochmal ein bisschen Geld klauen, ne? Ich finde geil, wie ich, wenn ich durch die Pfütze gehe, dann raus, leichte Blutspuren, also Fuß, Blutabdrücke, Fußblut mache. Ne? Egal. Die Cops sind weg. Ich wollte eigentlich nur den Wagen haben. Ne? Talking about Leichenfleddering. My Karre. So. Aber falls ihr es wissen wollt, dieses Fragezeichen hier, wo wir gerade hinfahren, hat mit dem Leonora Johnston-Fall zu tun. Also diese Frau, die vor einigen Jahren, oder vor einigen Dekaden schon, hier in Los Santos oder in der Umgebung gestorben ist. Und wo gemunkelt wird, dass es vielleicht ein kleiner Mordfall war, statt ein kleiner Unfall. Aber wir sind natürlich der Sache auf die Schliche gekommen und wollen zum angeblichen richtigen Mörder. Und mal gucken, was da los ist mit dem, was der nicht klar ist mit deinem Kopf. Müsste er jetzt schon ein bisschen älter sein, wenn der Mord ein bisschen länger her ist. Also wir merken schon mal, der Typ wohnt ein bisschen feiner, wenn er hier in Vinewood wohnt. Wohnt. So, ah, das ist nicht hier, ne? Das ist hier links. Ich glaube, euch fällt auf, dass... Ey, hey, du kannst da vorbeifahren, ja? Ohne Spaß. Das ist ja jetzt genug Platz, ne? Auf jeden Fall, jetzt fällt schon auf, wie dieser Wagen so komisch geparkt schon steht. Ich meine, als ob man, als ob der dafür, damit hier irgendwie Leute schnell abhauen können, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Bedürfnis, so ein Ding dran zu bauen. Außerdem fände ich es gut, vor dem zu parken. Ja, wobei, dann geht vielleicht die Karte, ja, egal. Wobei. Ne, ich fahr hinter dem. Mir ist gerade was eingefallen. Egal, ihr werdet schon sehen, warum das alles wichtig ist. Ich glaube, wir besuchen den mal. So, hallo. Bro. Love yourself. Hey, you Peter Dreyfus? I said, are you Peter Dreyfus? Who are you? You want an autograph? No offense. But I'm not reading any screenplays. Huh? I mean, you're from the hood, right? You don't want to pick up the guns, because, like, if you pick up the guns, everybody dies. It's tragedy, pathos, tedium. I'm bored. Unless, you know, you're here to copulate. I'm here to what? People, they want to consume me. They always have. To touch the hem, you know, so to speak. And who's to hold that against them? I don't. What time is it? I got a few minutes before my colonic, you know, if you want to suck me off, I wouldn't mind. Motherfucker, do I look like I'm here to suck you off? I don't know what you're here for, chum. You're like some barely credible deus ex machina sent here by random chance in order to challenge my impending divinity. Man, I don't know what the fuck you just said, but guess what?
I'm here for this, chum. Hey, what's this about? Do you know her? Security? What's her name? Security, this guy's trying to rape me! Leonore Johnson. It's not what you think. The one who pants you fucked over after you killed her just because you could. How much you want? How much money you want? I got enough motherfucking money, homie. I'm famous. Fuck you! I can do whatever I want. Those are the rules, civilian! Get away from me! I'm a... I'm honest! I'm not bound by the petty laws of the masses! It was Solomon Richards, not me! Wie bringe ich das nochmal zur Explosion? Ich weiß nicht, wie ich das zur Explosion bringe. Oh, fuck. Ich habe vergessen, mit welcher Taste ich das zum Explodieren bringe. Na gut. Anscheinend ist es G. So viel dazu. Nachteil davon, dass ich länger nicht gespielt habe. Ich habe darüber nachgedacht, sogar den Weg zu blockieren. Say hello to Leonora, motherfucker. So, Sternchen in Vinewood. Schnitt. Was auch immer das bedeuten soll, wahrscheinlich, dass wir es einfach geschafft haben. Ja, und falls ihr euch fragt, was die Belohnung dafür ist, dass wir den gekillt haben. Okay, anscheinend hat schon jemand seine Wohnung gekauft. So schnell geht das in Hollywood. Motherfuckers. Gerade einer verstorben, kein Problem. Wohnung schon vermietet oder verkauft. So. Apropos verkauft, ich nehme mal den Wagen. Hat zwar nichts mit Verkaufen zu tun, aber ich sage trotzdem apropos. Na gut, ich befürchte, leider gibt es dafür keine richtige Belohnung. Oder vielleicht doch, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Ich gucke vielleicht nochmal im Internet, vielleicht gibt es da doch was und ich muss irgendwo nachgucken. Vielleicht ist da hier irgendwo ein verstecktes Auto oder keine Ahnung. Vielleicht auch überhaupt gar nichts. Manchmal gibt es auch überhaupt gar nichts als Belohnung, außer eine coole Nebenmission gehabt zu haben. Na gut, wenn es coole Nebenmissionen gibt, dann brauche ich nicht unbedingt eine Bezahlung, weil dann macht es einfach genug, dann ist der Spaß, den ich dabei habe, Belohnung genug, möchte ich behaupten. Dann brauche ich keine schönen Sachen, da kann ich mich mit direkt zufrieden geben, ne? So, dann fahren wir am Ende nochmal hier hin kurz und machen den Jump. Man merkt ja schon, dass der Typ schuldig war. Ich meine, sieht sich deine Fresse an. Vor allem wurde hier auch wieder ein bisschen mit dem Klischee gespielt, dass alle Leute in Hollywood so denken, dass sie unantastbar wären und dass sie irgendwie Dinge machen können, die andere Leute nicht machen können. Zum Beispiel einfach so Leute killen und so sagen, oh, nee, ich bin famous und so, das ist okay, wenn ich das tue. Moment. Okay. Ich habe gerade dem Radio zugehört. Vielleicht habt ihr es auch getan. Ich hoffe es doch mal. Wenn nicht, vielleicht nochmal kurz zurückspulen und hinhören. Ich glaube, ich muss das Radio doch ein bisschen lauter machen. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ich muss es lauter machen, weil da muss ich, ne? Ja, gut. Also da haben die gerade eben erwähnt, halt, dass halt eben dieser Dreyfus, den wir gerade gekillt haben, gestorben ist. Und dass man ihm den Mord anhängen konnte. Und dass sein Ruf kaputt gegangen ist. Also auch eine kleine Entschädigung. Dass man sieht, wie die Arschlöcher ihr Fett wegbekommen. Aber wo Fett wegbekommen? Stimmt, Michael ist immer noch weg. Immer noch entführt. Das war ja auch so ein Ding. Müssen wir vielleicht mal ein paar Missionen machen, damit wir mal gucken, dass sich das mal klärt. Der muss ja noch gerettet werden, ne? My homeboy Franklin, what's happening, man? You wanna go up? I can drop you over the racetrack. Kein Problem. Gerne, ich komm mit. Währenddessen nehme ich mir mal ein kleines Stückchen, ne? It's a long drop, but a kill of you!
Moment. So, Entschuldigung für meine Ungehobeltheit. Aber das war nötig. So. Oh, dann müssen wir jetzt schon öffnen. So, mal eben durch die Ringe fliegen, das ist ja kein Problem. Oh je, Mini, oh je, Mini. So. Schön anebnen. Ja. Ja, das ist im Fallschirmsprung ein bisschen langweilig nach dem zweiten oder dritten Mal. Ich meine, ne, man fliegt einfach durch die Ringe, langsam, weil die Fallschirmspringer halt eben, ne, nicht gerade schnell runterkommen. Außer sie haben ihren Fallschirm vergessen. Dann kommen sie sehr, sehr schnell runter. Und sehr, sehr tot runter. If you know what I mean. Ihr versteht natürlich, was ich meine. So, nicht erneut versuchen. Das wäre jetzt ganz blöd. Den Fehler habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Du da? Vor allem, wie ist er so schnell wieder auf den Boden gekommen? Ganz ehrlich, der war doch gerade eben noch in der Luft. Freund, du bist aber ganz schön schnell. Nein, nein! Aber nicht blöd. Egal. Das können wir eigentlich auch ganz gut nutzen. Man muss bei den Dingern F gedrückt halten, um das zu klauen. Wenn man einmal F drückt, dann überspringt man das direkt. Also man steigt ein als Passagier. Das ist ein bisschen komisch. Das ist auch bei Taxis so hier. Da muss man auch F gedrückt halten, damit man das klaut. Und wenn man normal F drückt, dann ist es einfach so einsteigen. Als ja, Kunde quasi. Normalerweise muss man ja nur einmal kurz F drücken und dann klaut man direkt das Fahrzeug, ne? Deshalb ist es ein bisschen verwirrend bei den beiden Dingern. So, ja, ich weiß, fehlgeschlagen. Ist mir egal. Das war Absicht, dass ich hier lande. So, weg da. Ich meine, nee, nicht weg da. Hergeben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Now give me that! Moron! That's screwed it! What the... By the way, ich muss euch mal was zeigen. Shit. Das wollte ich euch übrigens nicht zeigen. Alter, ich wurde fast von dem kaputten Auto überfahren. Scheiße, Polizei. Weg, weg, Flucht. So, Moment, nein. Aber ich sollte vielleicht erstmal speichern, ne? Ah, ich muss nicht immer wieder speichern, ganz ehrlich. Ich speichere viel zu oft. So, wir werden an meinem Ziel angekommen. Denn bevor ich jetzt die nächste Mission starte, hier das D. Oder? Moment, wo ist denn das D? Das ist bei mir zu Hause, okay. Genau, das ist die Mission, die ich meine. Wollte ich nochmal kurz diesen Ort hier besuchen. Ne, ist ja Franklins alte Arbeitsstelle. Die ich aus gutem Grund besuche. Erstmal natürlich, ne? Ich meine, fuck the rules. Bin am Parkplatz halt eben. Hä? Kann man hier rein? Hä, Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Oder habe ich das schon mal gezeigt? Weil es ist so, dass man tatsächlich hierher zurückkommen kann. Wo ja der Simeon, der alte Arbeitgeber von Franklin ist, hier hingehen kann und den killen kann. Kann es sein, dass ich das schon gemacht habe und euch schon gezeigt habe? Oder wie ist das jetzt? Weil ich weiß das ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht.